Ja, und hier noch eine weitere Aufgabe zum Thema Trennung der Variablen. Wir fangen wieder genauso an. Wir setzen erstmal das Y' durch die Y nach dx. Und dann fangen wir an, damit die Variablen zu trennen. Das heißt, x auf eine Seite, y auf die andere Seite. Was man hier machen kann, ist das x ausklammern. Dann steht da, die y nach dx ist gleich x mal 4 plus y mal y. Und dann können wir die Variablen trennen. Also die y durch 4 plus y mal y gleich x mal dx. So, die Trennung der Variablen ist damit erledigt. Ich würde jetzt unten das ausmultiplizieren. Dann haben wir da stehen die y durch 4y plus y Quadrat gleich x mal dx. Okay, also wieder y-Strich ersetzt, Variablen getrennt. Und jetzt können wir beide Seiten integrieren. Also Integral dy durch 4y plus y Quadrat gleich Integral x dx. Okay, das Integral 1 durch 4y plus y Quadrat, das schauen wir in den Integraltafeln nach. Da finden wir das Integral 63. Für das Integral 63 müssen wir erstmal einen Wert Delta berechnen, ob wir die obere oder die untere Form nehmen müssen. Kopiere ich auch nochmal das, wie Delta berechnet wird. Also Delta ist gleich 4ac minus b Quadrat. Das heißt in unserem Fall, a ist das, was vor dem x Quadrat steht, das heißt bei uns 1. C ist das, was separat steht, das ist bei uns 0, minus b Quadrat, also 4 zum Quadrat, das heißt minus 16. Das ist kleiner als 0, das heißt, wir brauchen jetzt den unteren Fall, ja, Delta kleiner 0. Gut, das heißt, 1 durch Wurzel vom Betrag von Delta, also 1 durch Wurzel 16, mal ln von 2 mal y plus b, also plus 4, minus Wurzel 16 durch 2y plus 4 plus Wurzel 16. Okay, und das ist gleich das Integral von x dx, das ist einfach ein halb x Quadrat plus c, dürfen wir hier nicht vergessen. Dann können wir das vorne hier noch zusammenfassen. Wurzel 16 ist 4, also steht da ein Viertel mal ln von 2y, 4 minus 4 fällt weg, durch 2y, 4 plus 4 plus 8, gleich ein halb x Quadrat plus c. Gut, hier können wir noch die 2 kürzen. Das ist ein bisschen kleiner, das Ganze. Und dann können wir noch die 4 auf die andere Seite bringen. Dann steht da ln von y durch y plus 4 gleich 2x Quadrat plus 4c. Okay, was machen wir jetzt? Bei den anderen Aufgaben war es so, da mussten wir nicht viel machen. Da stand schon immer y gleich so und so viel. Hier ist jetzt nicht der Fall. Hier haben wir ln von y da stehen, aber wir wollen ja am Ende haben y gleich so und so viel. Ja? Das heißt, wir müssen erstmal das ln wegbekommen. Das machen wir, indem wir e hochrechnen. Das heißt, e und ln, das ist die Umkehrfunktion, können wir also weglassen. Damit haben wir y durch y plus 4 ist gleich e hoch 2x Quadrat. Plus 4c. Gut, dann rechnen wir jetzt mal y plus 4. Dann steht da, y ist gleich y plus 4 mal, was können wir jetzt mit e hoch 2x² plus 4c machen?
Wir wissen, wenn wir zwei Potenzen miteinander multiplizieren, die die gleiche Basis haben, dann können wir auch die Exponenten addieren. Und genauso können wir es auch rückgängig machen. Also e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c. Gut, was machen wir jetzt? Wir wollen ja immer noch die Variable trennen. Das heißt, also nach y umstellen. Das heißt, wir müssen hier vorne irgendwie dafür sorgen, dass die Summe y plus 4 wegkommt. Ja, wie machen wir das? Einfach, dass wir ausmultiplizieren als nächstes. Also y ist gleich y mal e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c plus 4 mal e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c. Okay, was machen wir als nächstes? Jetzt bringen wir das y auf die andere Seite. Dann steht da y minus y mal e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c plus 4 mal e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c. Gut, dann klammern wir jetzt ein Gleichheitszeichen, muss dahin, kein Plus. Jetzt klammern wir y aus. Dann steht da y mal 1 minus e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c gleich 4 mal e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c. Gut, dann haben wir es fast geschafft. Jetzt teilen wir noch durch die Klammer. Dann steht da 4 e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c durch 1 minus e hoch 2x Quadrat mal e hoch 4c. Okay. Was wir jetzt machen können, ist, damit das wieder ein bisschen freundlich aussieht, dieses e hoch 4c, das stört ja so ein bisschen. Wir können durch e hoch 4c teilen. Dann steht da im nächsten Schritt y ist gleich 4 mal e hoch 2x Quadrat. Dann fällt das ja oben weg. Hier steht 1 durch e hoch 4c minus e hoch 2x Quadrat. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt sagen wir, k ist gleich 1 durch 4c. Das ist k. Dann steht da, y ist gleich 4 mal e hoch 2x Quadrat durch. Oder was wir auch machen können, wenn wir nicht die Variable k haben wollen, wir können auch durchgehend hier statt c einfach c1 schreiben. Ja. Also wir ergänzen jetzt mal das c1. Und dann können wir schreiben 1 durch c, oder nee, für das Ganze haben wir c geschrieben, Entschuldigung, können wir schreiben c minus e hoch 2x Quadrat. Ja? Mit c gleich 1 durch e hoch 4c1. Gut, das war's. Da die Aufgabe ein bisschen schwieriger ist, können wir vielleicht nochmal ganz kurz durchgehen, was wir hier gemacht haben. Also, folgendes Vorgehen. Wir setzen y' durch die y dx nach dx. Stellen hier nach einer Vari nach, sorgen dafür, dass alles, was y enthält, auf eine Seite kommt, alles, was x enthält, auf die andere Seite kommt. Hier war es ein bisschen schwieriger, mussten ein bisschen ausklammern. Dann haben wir gesehen, okay, für unser Integral von y brauchen wir die Integraltafeln, haben wir gemacht, das kann immer passieren. Ja, bei so einer Differentialgleichung, dass man irgendwann in die Integraltafeln reinschauen muss. Haben wir gemacht, hat geklappt. Dann haben wir gesehen, okay, es stand nicht y da. Das kann auch oft passieren, ja, dass man nicht direkt y gleich so und so viel hat. Da muss man halt so lange umformen, bis man y gleich stehen hat. Ja. Das haben wir hier gemacht. Ln, immer dran denken, das passiert auch oft, dass ein Ln da steht, brauchen wir immer die E-Funktion, ja, das ist die Umkehrfunktion vom Ln. Und am Ende, das darf man immer machen, da wo c drin vorkommt und nicht x oder so, ne, weil wenn da x mal c steht, dann darf ich das nicht mehr machen. Aber wenn da hier wie hier kein x mit vorkommt, einfach nur 1 durch e hoch 4c1, dann darf ich das wieder ersetzen durch eine andere Integrationskonstante, die wir hier c genannt haben. Ja, das ist auch eine Sache, die man sich merken sollte.